Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Together, der Herr der Ringe Krieg im Norden mit mir, Alex, Sascha und Caps Lock. Das bin ich. So. Willkommen ewig zurück. Ist es, ewig, ewig ist es her, aber endlich Zeit und Lust weiter Höchste zu spielen. Zeit. Ja, das stimmt. Aber ist ja eh bloß ein kleines Break nebenher. Du musst noch den Farin einloggen. Ah. Oh, okay. Dann können wir loslegen. Vielleicht finden wir jetzt endlich die Schatzkammer. Na, hoffentlich. Die hat uns ja versprochen, ihr schätzt jetzt werden Gold, blups, und gefunden haben wir gar nichts. Oder haben wir? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Nee, ich glaube, wir sind ewig rumgesucht und ah. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir mit den ganzen Leuten hier gesprochen haben. Ja, also es ist auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die letzte Episode war voll mit dir sprechend mit diesen Leuten und Adlern und. Du meinst, das haben wir alles gemacht, nicht, dass wir hier... Also ich denke mal schon, aber die Schatzkammer war halt das Problem. Haben wir irgendwo noch einen Questlog? Düsterwald, Reis zum Düsterwald, Nebenaufgabe, ein seltenes Juwel, erbeutet, magische Schriftrollen, findet Mithril. Aha. Düsterwald klingt gut. Naja, wenn wir jetzt hier nichts mehr haben... Der Düsterwald ist ein Ort, den ich lieber von oben sehe als von innen. Aber wir sind bereit, aufzubrechen. Wir müssen hoffen, dass Radagast uns sagen kann, wie wir Urgost finden. Bist du je zuvor einem Drachen begegnet? Nein. Das ist ein Risiko, das ich gerne vermieden habe. Man sucht nicht freiwillig nach einem Drachen. Außer man hat keine Wahl. Du hast Angst vor Drachen? Also ich rede jetzt nur mit dem Adler, du kannst aber noch mal gucken, ob er die Schatzkammer ja. finden. Wenn Urgost bis jetzt überlebt hat, muss und er dann alle gehen wir los. Gerissenheit seiner Art besitzen. Abscheulichkeiten, die sie sind. Und das würde ihn sogar noch gefährlicher machen. Doch das ändert nichts. Wenn wir seine Allianz mit Agandar verhindern sollen, dann müssen wir unsere Furcht ablegen und den Drachen finden. Wir sollten Gorins Rat folgen und Radagast nach Urgosts Zufluchtsort fragen. Ist Radagast ein guter Freund von dir? Der braune Zauberer ist schon ein enger Freund der Adler, seit er das erste Mal nach Mittelerde kam und sich in dem Wald niederließ, der jetzt Düsterwald genannt wird, sogar bevor er diesen finsteren Namen erhalten hat. Das war lange bevor ich geboren wurde, aber ich habe ihn viele Male in seinem Haus in Rosgobel besucht, wenn ich ihm Nachrichten von weit her brachte. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er Rosgobel verlassen hat. Warum verließ er seine Heimat? Er war schon fort, bevor ich ihn fragen konnte. Aber die Bedrohung und die Dunkelheit im Süden des Düsterwalds wurde immer größer. Ich vermute, Rosgobel ist nicht länger sicher, selbst für einen Zauberer. Aber keine Sorge, ich kenne Radagasts bevorzugte Orte im Norden des Düsterwalds. Wir werden ihn finden. Oder ich bringe euch an einen Ort, wo ihr ihn zumindest sehr wahrscheinlich trefft. Ich sorge mich um mein Volk. Die Dúnedain sind nur noch so wenige und unsere Familien über den ganzen Norden verstreut. Vielleicht sollte ich gehen und sie verteidigen. Und? Was könntest du für sie tun, ein Mann allein? Selbst wenn es 100 Eradans gäbe, könntet ihr der Macht, die sich gegen euch richtet, nicht standhalten. Aber wir gemeinsam können viel stärker zuschlagen, als eine Armee das je könnte. Ihr Waldläufer seid kühne Leute. Vertraue darauf, dass sie überleben, wie schon so lange, während wir tun, was wir tun müssen, um Agandar zu stürzen. Nur dann werden eure Häuser und unsere Horste sicher sein. Deine Freunde waren begierig darauf, ihre Dienste anzubieten. Vielleicht erkennen sie die Gefahr nicht in vollem Umfang. Was kannst du uns über sie sagen? Armenel ist ein erfahrener Krieger. Er weiß genau, was ihm bevorsteht und hilft euch gerne. Barantor ist jung und begierig darauf, sich zu beweisen. Aber er hat großen Mut und nur wenige fliegen so schnell wie er. Doch du brauchst nicht mich zu fragen. Frag sie selbst. Sie werden gerne mit dir sprechen, wenn du es wünschst. Wir werden bald abreisen. Wir werden bereit sein. Na gut, okay. Also viel gefunden habe ich hier nicht mehr. Selbstverständlich, dass das Volk von Nordibald stolz auf seine Arbeit ist. Ich habe jetzt eine andere Kammer gefunden, aber sieht nicht nach Schatzkammer aus. Okay. Ich kann nicht glauben, was ich gehört habe. Ach, ihr nee. Sieht tatsächlich aus, einen Drachen zu finden. Wir haben über viele Jahre versucht, die Speisekammer gefunden. Sehr gut. Zwerge essen ja gern. Ja, reicht. Wer braucht Gold? So, ich komme jetzt wieder zurück. Gibt es da irgendwie so einen Teleportpunkt bei dir? Nee, ich glaube, ich drücke einfach irgendwie, komme ich auf die Karte und dann reißen wir da einfach hin, wenn gut ist. Ach, das ging ja. Na, irgendwie nicht. Da ist auch ein Teleportpunkt. Hinter diesem okay, dicken Adler. Obwohl, ist da unten nicht die Schatzkammer? Hast du schon geguckt?
Wo kommt man da? Dieses große Tor. Ich glaube, das ist das Tor, wo man hier reinkommt. Das ist sicher nicht die Schatzkammer. Sind wir nicht von da, von innen hergekommen? Also am Tor geht nichts. Okay, naja, gut. Dann gibt's halt keine Ahnung, Schatz. Was das mit dem... Ja, dann halt nicht, ne? Dann ab zum Düsterwald. Oh. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt läuft und ob wir die ganzen anderen Quests noch fertig machen können. Ich glaube es irgendwie nicht. Oh wow. Ah, wir haben Adler. Autsch. Blöd, Adler. Wie überlebt man sowas? Einfach abrollen. Oh, hinter mir. Den Zauberer suchen. Niemand kann ihm jetzt helfen. Und niemand kann dir helfen. Toll, danke. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ich habe gar keine Übung mehr. Der Ranzer, das sieht nicht gut aus. Ach du Heilige. Ja, das sind AIDS. Wow. Aua, der tut ganz schön weh. Wie blockt man nochmal? Ich komm nicht an den Typen hin. Ich weiß immer, wie man blockt. Rechtsklick, linksklick. Nee, ich hab das irgendwie umgestellt. Ich weiß es nicht mehr. Bei mir ist es STRG. Ah, bei mir ist es alt. Okay. Ja gut, nachdem die alles blockt, schieße ich halt Pfeile auf ihn. Und du kommst echt nicht an ihn hin? Der ist jetzt? Jetzt? Aber jetzt ist er weg. Aha. Wo ist er denn? Hier. Ah, da hinten. Kann er mal aufhören, sich zu teleportieren? Es ist sehr schwer, ihn zu treffen, wenn ich ihn dauernd suchen muss. Ach, Tränke hätte ich mir vielleicht noch kaufen sollen. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Boah, wenn er mal stehen bleiben könnte. Ja, genau. Schießt. Haut's drauf. Wo ist er denn? Bitte. Ah. Immer schön blocken, wenn er angreift. Der macht nämlich echt ganz mieses Zeug. Ah ja. Wow. Wo steht er jetzt schon wieder? Da hinten. Oben. Ich habe nur noch 12 Pfeile und dann war's das. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem Heilsamen. Ich habe meinen Fernkampf überhaupt nicht getaggt. Ich ziehe ihm überhaupt nichts an meiner Armbrust. Wo steht er denn jetzt schon wieder? Ja, genau. Oh, hier. Wow, direkt vor mir. Super. Autsch. Daneben geschossen, geschlagen. Macht gut Schaden. Oh. Wow. Ja, immer schön blocken, wenn er angreift. Toll. Kann man nicht irgendwie. Oh, hier kann man Gegenstände plündern. Ist sehr schön. Autsch. Zum Glück habe ich geblockt. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Oh oh, oh oh. Ich muss hier unbedingt blocken und heilen. Blocken und heilen. Blocken und heilen. Wo ist er denn? Ja, hier trifft er uns zum Glück nicht. Wolfhorn. Toll, daneben geschossen. Ich bin echt guter Waldläufer. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Ah, toll. Brauche mehr Zeit. Jetzt kommt er, glaube ich, wieder runter. Ah ja. So, der hat gesessen. Dass der sich dauernd so um uns herumschleicht, ja. Das fällt mir gar nicht. Aua. Konnten wir nicht irgendwann... Ach so, richtig, rollen mit Space. Jetzt, ja. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass ich nicht mehr rollen kann. Das geht ja noch. Aua. Was war das denn für ein Move? Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Aber der ist fast erledigt.
Boah, jetzt ist er genau meinem Schlag ausgewichen. Wo ist er denn? Der hat gesessen. So, fast hammern. Jetzt müssen wir nur draufhauen. Hä? Also. Wow. Neues Geheimnis Money. Entdeckt. Tja, ich werde es mir nicht anschauen können. Oh, super. Wieso müssen böse Viecher immer so hässlich sein? Ey, es ist nicht hässlich. Naja, doch. Hat keine Grazie. Jetzt haben wir wenigstens was zu essen. Die Adler retten den Tag. They solve every problem we have. So, plündern. Hier gibt's noch ein Versteck. Gibt's noch irgendwo ein Versteck? Oh, irgendwelche Rüstungsteile bei mir sind kaputt. Toll. Ah, ich hab auch vergessen, Tränke zu kaufen. Meine Kappe des Bogenschützen macht's nimmer lang. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ups. Gut gemacht, meine Freunde. Ah ja. Der hier wird sein Lügengespinst nicht weiter verbreiten. Doch ich fürchte, es war keine zufällige Begegnung. Wenn Wulfrun hier war, könnte es Schwierigkeiten für Radagast bedeuten. Ihr solltet euch beeilen und ihn suchen. Der Hexenmeister hat irgendwas von einem Zauberer gesagt. Er kann nur Radagast gemeint haben. Aber was könnte Aganda von Radagast wollen? Der braune Zauberer beschäftigt sich nur wenig mit der Außenwelt. Aber er hat in der Vergangenheit gegen Sauron gearbeitet. Vielleicht möchte Agandar nur eine alte Rechnung begleichen, aber wahrscheinlicher ist, dass er Radagast davon abhalten will, seinen Feinden zu helfen. Wir sollten ihn finden. Das gefällt mir nicht. Agandar könnte uns einen Schritt voraus sein. Wenn ja, dann könnte Radagast in großer Gefahr sein. Wie weit sind wir vom Haus des Zauberers entfernt? Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Selbst die Augen eines Adlers können das verschlungene Geäst des Düsterwalds nicht durchdringen. Und Lichtungen gibt es wenige in diesem Wald. Was ist das für ein Wesen, das du besiegt hast? Es riecht übel. Wer kann das sagen? Irgendeine Bestie aus einer älteren Welt vielleicht, vom dunklen Herrscher gezüchtet und abgerichtet, um seinen treuesten Dienern zu Diensten zu sein. Dieser Wald scheint nahezu undurchdringlich. Was wird uns hier erwarten? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Düsterwald ist nichts für meinesgleichen. Wir können zwar über den großen Wald hinwegfliegen, aber seine Geheimnisse bleiben unter den Baumwipfeln verborgen. Der Wald hat jedoch einen bösen Ruf. Sei auf der Hut bei deiner Suche nach Radagast. Man hat mir gesagt, dass Elben im Düsterwald leben. Vielleicht können die uns helfen. Es stimmt, dass König Thranduils Volk im Wald lebt. Aber viele dunkle Meilen liegen zwischen hier und den Hallen des Elbenkönigs. Man könnte wochenlang in diesem Teil des Waldes herumwandern, ohne einer Elbe zu begegnen. Was ist mit meinesgleichen? Gibt es keine Menschen, die im Wald leben? Du sprichst von den Beornigern. Ja, es gibt wackere Menschen, die am westlichen Rand des Düsterwalds leben. Aber man findet sie selten so weit nördlich. Und sie sind vorsichtig im Umgang mit Fremden, wie es jeder, der es wagt, in diesem Wald zu leben, sein sollte. Wir werden ihn finden, aber was ist mit dir? Bist du verletzt? Die Bestie hat zwar Schaden angerichtet, aber nicht genug, um mich vom Fliegen abzuhalten. Ich werde schon bald wieder völlig genesen sein. Wir werden die Suche fortsetzen. Finden wir dich hier wieder, wenn wir ihn gefunden haben? Nein, ich muss meine Kameraden suchen. Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um mich. Gemeinsam werden wir von oben Ausschau halten. Radagast hat viele Freunde unter den Vögeln des Düsterwalds. Wenn du ihn findest, kann er uns problemlos eine Nachricht zukommen lassen. Nun gut, viel Glück, Beleram. Ich traue diesem Düsterwald nicht. Ich wünschte, unser Weg hätte uns woanders hingeführt. Warum sollte Radagast sich an einem solchen Ort niederlassen wollen? Man sagt, der Düsterwald war nicht immer so. Er war recht schön, bevor der Schatten des dunklen Herrschers darüber fiel. Dieser Schatten liegt hier noch immer. Es gibt böse Wesen in diesem Wald. Sei auf der Hut. Alles klar. Ha. Dann laufen wir mal zum nächsten Kampf. Kra. Seht, dort! Auch hässlich.
Naja, Waage sind jetzt nicht so schlimm. Na, sehr schön. Na, schauen wir mal. Jetzt weiß der ganze Wald, dass wir hier sind. Na los, der Waage, den man hört, ist schlimmer als der Ork, der einen stört. Stimmt. Aber wo Was? Der Waage schreit, ist auch der Ork nicht weit. Jetzt geht's auch. Alles klar, ja, wissen wir Bescheid. Okay, also das Gedicht müsst ihr jetzt bis zum nächsten Mal auswendig lernen und dann vortragen. Ja. Ansonsten müsst ihr mir 5 Euro zahlen. Das ist jetzt der Deal, den man schlägt. Ja. Oh, und ich höre Trommeln. Da vorne, eine Patrouille. Es ist eine Falle. Machen wir erstmal hier alles kaputt. Da oben, ein Bogenschütze! Ja, lass uns doch erstmal hier alles kaputt machen. Den musst du übernehmen. Sie laden! Eins nach dem anderen. So, wo sind wir jetzt hier? Was ist das denn? Ach so. Volltreffer. Das muss sein. Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Ja, das hätte schon viel früher casten sollen. Was haben wir noch? Volltreffer. Aua! Irgendwas greift mich hier an. So kann ich nicht schießen, Junge. Oh, sind das... Das sind doch keine Orks, das sind nur Urukai. Fast. Also Orks sind... Also Orks sind eigentlich kleiner als Menschen. Zumindest die aus Mordor. Aua. Oh, brutaler Treffer, sehr schön. Aua. Oh, irgendwie liege ich hier ziemlich knapp. Ich bin ziemlich verletzt. Das ist mir. Da braucht irgendwer unsere Hilfe. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo liegt sie? Nicht, dass wir jetzt wieder verlieren. Doch, sie liegt. Ja, dann rette sie, wenn du sie siehst. Okay. Nicht auf der Elfen wären dazu bestimmt. Außer knapp. Das war eine knappe Angelegenheit. Du hast meinen Dank. Noch nicht da. Autsch. Ja, jetzt lieg ich. Okay, ich versuch's. Ja, die auch, aber ich schaff's nicht. Wow. Danke, mein Freund, ich stehe in deiner Schuld. Ach. Schaut nicht gut aus. Ah, doch. Nein, weil wir dauernd kaputtgeschlagen werden. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. Nicht ausholen. Oh, aber okay, passt. Ich bin wieder oben. Sehr schön. Ups, hab ich das gemacht oder hast du das gemacht? Ich nicht. Okay, ja, dann hab ich mich verknickt. Ich weiß das zu schätzen, mein Freund. Na toll. Jetzt lieg ich wieder am Boden. Mann, ist das schwer. Wir müssen den Feind besiegen. Ich weiß das zu schätzen, mein Freund. Eigentlich wollte ich einen Trank trinken, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt lieg ich wieder. Ich habe keine Tränke, beim nächsten Teleportpunkt müssen wir wieder. Ich dachte, Elben wären dazu bestimmt lange zu leben. Wo ist denn hier noch dieser blöde Bogenschütze? Die sind überall. Oh ja, ich bin auch schon wieder super low. Ich brauche Heilung! Vielen Dank. Vorwärts jetzt. Oh, die verfolgen mich ganz schön, die Blödorks. Ja. Yeah. Okay, Koop töten, sehr schön. Was, Spinnen? Ich will nichts von Spinnen hören. Ach, das werden langsam ziemlich viele. Ich komme halt nicht zum Bogenschießen. Oh, der tat weh. Okay, jetzt ist es ernst. Wir sind beide am Boden. Oh, really? Ja. Ich komme nicht zu euch, ich kann nicht rollen. Das Spiel buggt. Ich bin bald am Ende. Ich komme nicht zu euch, das gibt's doch nicht. Nee, bin nicht zu euch gekommen. Okay, du warst direkt vor mir gestanden. Ja, aber da hinter mir war ja auch einer. Kann ich ja nicht wiederbeleben mit keinem Leben. Okay. Ja, okay. Brauchst du jetzt Tränke und Zeugs? Wir können auch nochmal zurückgehen. Am besten gehen wir nochmal zurück, zwischen der nächsten Episode.
Denn ich glaube, es ist Zeit, oder? Warte mal ganz kurz, ich habe hier noch eine Spur entdeckt. Die Zeichen sind ganz deutlich, hier waren Waldläufer, die ein paar nützliche Dinge hinterlassen okay, haben. Okay, das plündere ich noch. Ja, dann plündern wir das noch schnell und dann schauen wir, dass wir zurückkommen. Kurz Tränke kaufen und sehen wir uns hier wieder. Okay.